Damals, als die Titanic gebaut wurde, ich weiß nicht, ob ihr von diesem Teil der Geschichte schon mal etwas gehört habt. Damals war der Plan, die Strecke von Liverpool nach New York zu fahren. Einer der Ingenieure, der am Bau der Titanic beteiligt war, er wurde in einem Interview über das Schiff befragt. Denken Sie, es bestehe Gefahr, dass die Titanic der See nicht standhalten könnte? Und was dieser Ingenieur für eine Antwort von sich gab, war unglaublich. Dieser Jabbar, dieser Tyrann, wisst ihr, was er sagte? Er sagte, selbst wenn Gott es versenken wollte, er würde es nicht schaffen. So steht es in ihren Aufzeichnungen drin und so berichten es die Medien. Ihr könnt das recherchieren und ihr werdet genau diese Worte dazu finden. Und so fuhren sie auf diesem Kreuzdampfer und sie segelten, bis sie nahe dem Pazifik waren. Es war Nacht. Für sie war es eine wundervolle Zeit. Sie amüsierten sich sorgenlos auf dem Schiff. Nun, die Passagiere dort waren von den reichsten Menschen überhaupt. Von den reichsten der Reichen. Nur diejenigen sind an Bord, die sich eine derartige Fahrt überhaupt leisten konnten. Stellt euch das mal vor. Und dieser Luxus auf der Titanic war nicht von dieser Welt. Was nun das Problem war, es war schon sehr spät. Sie fuhren mit etwas nächtlichem Nebel. Und der Besatzung war klar, dass sie mit Eisbergen rechnen müssten. Sie würden wie Gebirge aus dem Wasser ragen, sie wussten es. Aber Allah hat ihre Herzen in der Hand. Und er ließ den Kapitän denken, ach, mach dir keine Sorgen, das ist Titanic. Was soll ein Eisberg gegen die Titanic anrichten können? Er dachte, wir werden langsam fahren. Auch wenn wir auf einen Eisberg treffen sollten. Mann, dieses Ding ist so riesig, so gigantisch, es wird den Gipfel des Eisberges zum Brechen bringen. Allah lässt ihn genau das denken. Also segelten sie weiter, in der Nacht. Und dieser Eisberg erschien plötzlich vor ihnen und sie rammten ihn. Und wisst ihr, davor haben einige der anderen Crewmitglieder ihn gewarnt, dass es zu gefährlich sei, in der Nacht zu fahren. So steht es im Artikel drin. Sie sagten zu ihm, es ist hier nicht sicher, aber er sagte nur, ach, macht euch keine Sorgen, was soll schon passieren? So fuhren sie weiter und dieser Eisberg war so scharf, er rammte tief das Schiff. Sie waren immer noch dabei, Musik zu spielen und sich zu amüsieren. Manche haben geschlafen, die Köche haben ganz normal gekocht und plötzlich, eine Minute später erfahren sie, die Besatzung meldet, wir sinken. Und einer ihrer Theorien war sogar, dass die Titanic so mächtig war, sie würde niemals brechen können. Sie dachten, dass keine See, kein Meer der Welt die Titanic stoppen könnte. Nachdem dieser riesige Riss entstanden ist, strömt jetzt das Wasser in das Schiff hinein. Und auf der hinteren Seite, da wo das Wasser hineinfloss, da wurde es immer schwerer und schwerer und schwerer. Und der hintere Teil fängt an, ins Wasser zu sinken. Und der vordere Teil wird in die Höhe gehoben. Stellt euch das vor, so etwas Gigantisches, subhanallah. Und es hebt sich so weit, dass das Schiff dieser Spannung nicht mehr standhalten konnte. Und in der Mitte durchbrach in zwei Hälften. Wenn Allah einen Tyrann in der Dunya bestrafen möchte, dann macht er dies so, dass Menschen rundherum das Ganze sehen können und dabei überleben. Damit sie dieses Ereignis den nachfolgenden Generationen erzählen können. Und sie überlebten mit einem Ausdruck von Furcht und Demut. Damit sie diese Geschichte erzählen. Über das, was Allah ihnen angetan hat. Und Allah hat ihnen gezeigt, wer Al-Jabbar ist. Wer hier der Mächtige ist. Wo ist jetzt dieser Typ, der diese Aussage getroffen hat? Dass selbst Gott das Schiff nicht versenken könnte, wenn er es wollte. Wo ist jetzt dieser Typ? Und das ist Allah, der den Menschen damit sagt, fordert mich nicht heraus.